Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start. Und heute kommt meine neue Serie. Und zwar Der Mann inmitten des Universums. Das ist das Buch, das ich in meinen ärgsten Schub geschrieben habe. Manche Sachen sind vielleicht fiktiv, aber die meisten habe ich in meinem Kopf geglaubt. In meiner Schizo-Welt, könnte man sagen. Ich werde immer ein bisschen was vorlesen und dann drüber reden. Da war ja eine Miniserie draus, weil das Buch ist ja nicht sehr dick. Eigentlich ist es mehr ein Heftchen. Da sieht man zum Beispiel das Bild. Das Buch, das Witzige daran ist, das kann man tatsächlich noch kaufen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass du das kaufen sollst, aber das ist ein abgefucktes Teil meiner Psychose. Ein Stück Vergangenheit. Also, das... also ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe es mir nicht durchgelesen. Ich will eine Live-Reaktion machen. Und ja, ich tue noch schnell mein Handy jetzt auf Stumm drehen, dass ich vergessen, dass nichts gestört wird. Okay, los geht's, liebe Freunde. Ich fange mal mit Vorwort an. Ich, Fabian L. der magische Autor von Ein Mann inmitten des Multiversums, wollte mich einfach mal kreativ ausleben. Es geht um eine selbst erfundene fiktive Geschichte. Oder vielleicht nicht ganz fiktiv. Mal gucken. Ich möchte allen danken, die mich inspiriert haben, auch wenn ich sie leider nicht persönlich kenne. Das müssen wir uns merken. Das spielt noch eine entscheidende Rolle in diesem Video, in dieser Serie. Für die Leute, die gerne mehr über mich erfahren wollen, schaut einfach auf meinen YouTube-Channel Wizard. Seid ihr schon, sonst seht ihr das Video nicht mehr, ne? Okay. Kapitel 1. Jetzt geht's los. Ich lese einmal durch und dann schauen wir weiter. Ich weiß echt nicht, ich weiß ein bisschen, was mich erwartet, aber es ist Live-Reaktion gerade. Gut, ich bin kurz mal in die Vergangenheit. Also Kapitel 1. Bin ich der Schizophrene oder seid ihr das? Fangt schon mal gut an. Gut, ich bin kurz mal in die Vergangenheit gereist, da ich mich nicht mehr so genau an die Zeit erinnern kann. Also lasse ich mal sie weiterschreiben. Soll ich mich nochmal vorstellen? Nö, kannst schon anfangen, aber mach's nicht zu lang. Ich habe das Buch geschrieben, so als wäre ich in der Zukunft, als wäre schon alles, was ich dachte, passiert. Und ja, ich lese mal weiter. Gut, dann fange ich mal an. Diese verrückte zukünftige Ich hat mir das kurz erklärt. Ich schreibe jetzt einfach über das, was ich in meiner Zeit erlebt habe. Das hört sich eigentlich ziemlich nice an, aber... Puh. Es ist merkwürdig und paradox, wenn ich ehrlich bin, aber er hat mir das so erklärt, wenn ich das jetzt schon schreibe und speichere mit Google Drive, dann hatte es... Ja, so stelle ich mir das zumindest vor. Wäre ein Schizophrener, der... Ich soll vielleicht Geschichten schreiben. Ich meine, das ist jetzt alles auf Schizo. Jetzt bin ich ja nicht mehr so Schizo. Jetzt bin ich ziemlich stabil, aber... Puh, das ist echt gut geschrieben. Okay, also zum Anfang. Ich, Fabian, bin schon seit 4 Jahren schizophren, mache jetzt wirklich nur eine Kurzfassung. Also bei meinem LSD-Trip habe ich das erste Mal die Stimmen gehört, die mir erklärt haben, dass ich gegen einen bösen Gegner kämpfen muss. Es ist mein Schicksal. Und was mache ich ihrer? Natürlich ins Abenteuer jumpen. Was ich so weiß, ist, dass meine beste Freunde zurzeit meine Stimmen sind, weil sie mich lieben und ich sie. Ich habe auch Hochgefühle für diese Schizophrenie gehabt, für die Stimmen. Da weiß man mal, was ich alles erlebt und schon hinter mir habe. Org, einfach org. Jo. Das Problem bei der Sache ist, meine Familie und Ärzte mich als schwer krank diagnostiziert haben und jetzt weiß ich nicht, was stimmt. True! Und ich war komplett in den Schub. Nice! Darum lasse ich das so stehen und hoffe, dass das meiner Zukunft reicht. So, ich bin jetzt wieder die wahre Schnitte, die das Buch erschreibt. Das, was er geschrieben hat, stimmt zwar, aber nicht ganz. Warum, fragt ihr euch? Naja, ich habe wirklich Infinity Stones. Ja, okay, ich habe geglaubt, dass ich Infinity Stones habe. Und das war weg. Hab das mit der Zukunft und der Vergangenheit so geklärt,
Okay, naja, ich habe wirklich Empfindungen und habe das mit der Zukunft und Vergangenheit so geklärt, dass sie mich nicht mehr wieder überrumpeln kann. Ihr müsst euch da nicht auskennen, aber was weiß das? Genau genommen nutze ich meine Vergangenheit, um die Erlebnisse genauer zu dokumentieren zu können. Ach ja, für die Weicher unter euch, die es denken, das ist Ausnutzung, denen sage ich gleich, wir leben immer im Hier und Jetzt. Im Prinzip ist die Vergangenheit gestern gestorben und die Zukunft kann nicht existieren. Hat sie zwar mal, aber das erkläre ich euch jetzt nicht. Ich habe schließlich auch meine Geheimnisse. Ich werde es euch aber erklären. Das ist echt schlimm für mich. Jo. Also was habe ich damit gemeint? Mit den, dass ich mich von der Vergangenheit und von der Zukunft nicht mehr überrumpeln kann. Ich habe geglaubt, dass alle Serien und Filme im Multiversum vorhanden sind, als eigene Universum quasi im Multiversum. Und da habe ich Infinity Stones gehabt und meine Zukunft hat mich immer beeinflusst quasi. Und ja, darum habe ich mit dem Infinity Stones gemacht, dass man die Zukunft nicht mehr sehen kann und so. Das ist echt kompliziert zum Erklären. Ja, auf jeden Fall, Vergangenheit habe ich auch weggeschnipst mit meinen Infinity Stones, weil ihr wisst eh. Wenn die in die Vergangenheit reisen und dann die Infinity Stone vor mir haben, dann können sie mich leiden lassen und so. Ich habe echt gelitten teilweise. Ich habe so arge Sachen erlebt. Die werde ich euch irgendwann einmal erzählen. Ich bleibe jetzt fürs Erste beim ersten Kapitel. Also Zukunft und Vergangenheit habe ich entschärft, könnte man sagen. Läuft bei mir. Ist natürlich alles Schizophrenie-Talk, Psychotalk. Das ist richtig Psychotalk. Es ist schon ein bisschen was aufgekommen, es ist arg, dass ich das wirklich alles geglaubt habe. Also, zweites Kapitel gibt's in einer Woche am Montag. Ich wünsche euch ein wunderschönes, geiles, unpsychotisches, jetzt wollte ich Wochenende sagen, aber ich meine natürlich Woche, liebe Freunde, es ist ja Montag, eigentlich ist es heute Sonntag, weil ich drehe das Video heute. Wisst ihr. Auf jeden Fall, genießt die Woche! Sonnenschein wird es bei mir in der Gegend nicht geben, leider. Aber genießt trotzdem die Woche. Macht's, was glaubt's. Hauptsache, es geht euch gut. Jo, liebe Freunde, ich bin raus. Peace out.